Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Part 7575. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Genau. Heute bin ich mal wieder im ETS unterwegs, wie ihr seht. Und ich bin hier jetzt in, Moment, muss ich mal nachschauen, in der Türkei in, wie heißt das, Aksaray oder das Aksaray? Aksaray, okay, Aksaray wahrscheinlich. Genau. Bin heute mit dem F12 genau unterwegs, einen schönen Volvo, ein älteres Modell, auch bekannt aus einer sehr bekannten Serie. Genau, die mal in den, ich glaube, 80er Jahren gelaufen ist. Genau. Und mir gefällt dieser LKW ziemlich gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, mal fahre ich ihn mal genauso. Habe ich ihn bekommen vom Olli 1340. Und wir wechseln uns ja jetzt ja ab in den Videos ungefähr. Wir machen gemeinsam Videos, auch genauso der Hans. Genau. Und von dem her, wie soll ich sagen, mal fährt er den, mal fahre ich den, mal fährt der Hans ihn, mal fährt der Olli ihn. Genau. Wir haben auch andere Fahrzeuge, wie ihr wisst, den Mercedes oder den Iveco oder auch den MAN noch so für ältere Fahrzeuge. Und wir machen halt gerne Videos, wir schauen uns das gerne an und haben Spaß dabei. Genau. Ja, hier wie gesagt ist der F12. Er ist leider nicht ganz wie aus der Serie, aber das wird eventuell noch geändert, habe ich gehört. Genau, weil unser Olli 1340 ja auch jetzt seine eigenen Skin macht und auch für uns welche macht. Auch den Trailer und so weiter für uns. Mal gucken, ich habe jetzt noch keinen gefunden, der ist auch zu frisch bei uns drin. Genau. Aber danke dir, Olli, dass du dir die Zeit nimmst, da was zu produzieren und was zu machen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal die Motoren. Hören wir uns mal den Motor an. Oh, hört sich gut an. Ja, das passt. Dann schauen wir mal in den Innenraum rein. Schauen wir uns das Fahrzeug mal von innen an. Ist auch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Frachtmarkt und schauen wir mal, was es für eine Fracht gibt. Genau. Wir machen eine kurze Strecke, ich sag mal so 500, 600 Kilometer. Oh, 613 Kilometer mit einem Eis. Eislollis, 11 Körbe, klappt das nicht mehr. Genau. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns mal richtig hin, lösen die Handbremse und düsen los. Oh, mir fehlt hier ein Navi, sehe ich gerade. Hat es damals doch nicht gegeben. Von dem her, vielleicht kommen wir noch an einer. Ah, da hinten ist Werkstatt, da fahren wir mal kurz hin und schauen wir mal, ob wir Navi einbauen können. Genau. Vielleicht gibt es ja schon ein Zubehör-Navi in der Werkstatt. Das wäre doch lustig. Genau. Ah, eine Mercedes-Benz-Werkstatt. Wir fahren mit dem alten Volvo zu einer Mercedes-Benz-Werkstatt. Das läuft ja richtig. Jo, dann wie gesagt, gucken wir mal, geben wir mal ein bisschen Geld aus. Aber Navis ist doch wichtig. Lassen wir auch gleich mal eine Wartung machen. War eh gemacht von dem her, der Fahr ist nämlich fast nagelneu. Oder sagen wir so besser, ziemlich gut renoviert. Dann hauen wir mal hier ein Navi hin, das gibt's. Fahrerschild haben wir auch keines, sehe ich gerade. Dann haben wir noch ein Fahrerschild hin. Genau, Beifahrerschild nehmen wir auch noch. Gut, dann haben wir das gekauft. Gucken wir mal, ob wir eine junge Dings. Man kann nichts mitnehmen. Dann nehmen wir mal einen Laptop noch mit. Genau. Auf dem Laptop bekommen wir dann die ganzen Dispos und so weiter. Also von dem her.
Dann schalten wir mal das Licht ein. Und ich würde sagen, dann holen wir die Fracht ab. Ein sehr schönes Auto. Uiuiui, da draußen geht es ja richtig zu. Da hoffen wir mal, dass wir rauskommen. Die uns mal rauslassen. Ah, da ist die zweite Spur, da können wir fahren. Genau. Da vorne ist eh der Kreisverkehr, da können wir dann richtig schön düsen. Und dann passt das. Ja. Wie gesagt, Olli 1340, der Hans, den seinen Kanal muss ich jetzt noch mal rausfinden, genau. Ich kann ihn mir leider noch nicht merken, aber ich glaube Papa Tango. Genau. Aber ich mache eine Verlinkung, es ist ab jetzt immer auch, wenn es in die Beschreibungen rein, wenn es mir gerade einfällt. Genau. Von dem her. Und wie soll ich sagen? Wir waren ja jetzt zusammen auf dem Nürburgring. Wie ihr auch schon an meinen Videos gesehen habt, war der echt lustige Zeit, der eine Tag. Also ich bin da extra hochgedüst, fast 1200 Kilometer gefahren für einen Tag, also Freitag auf Samstagnacht hoch, dann am Samstag in der Nacht wieder runter. Aber war echt schön, dieses ADAC Truck Race. Genau. Also ihr seht es ja auch an den Videos, was ich schon hochgetan habe. Nürburgring ADAC Truck Race 2018. Und von dem her haben wir uns auch endlich mal kennengelernt. Und hatten einen schönen Tag. Auch mein Kleiner war dabei, der Pascal. Ja gut, mein Kleiner ist er nicht. Meine Freundin hat ihn ja mitgenommen. Oder mitgebracht. Oder Ex-Freundin, so muss man sagen. Genau. Und sie hat ihn ja mitgebracht, aber er ist jetzt 10 Jahre alt. Oder wird 10 Jahre alt. Und seit einem halben Jahr kenne ich ihn, also ist er wie mein eigener Sohn. Aber der hatte auch einen Heidenspaß da drüben. Ihr habt ja auch das Video davon, wo er auf diesem ETS sitzt vor dem Original SCS. Genau. Wie soll ich sagen, da war ja der Truck drauf vom SCS und da haben wir auch mal fahren dürfen mit diesem wunderschönen Sitz, der wo mitgeht und so weiter, diesen Simulator-Sitz, also war wirklich super. Es war auch ziemlich anstrengend und ziemlich heiß der ganze Tag, also von dem her, wie soll man sagen, wir haben auch eine richtig schöne rote Birne am Abend aufgehabt, jeder von uns, und am nächsten Tag ausgeschaut haben wir fast wie Zündhölzer. Jeder war natürlich so und so ungefähr, ich brauche keine Kappe oder keinen Hut. Ja, und jeder hat das unterschätzt. Genau. Also von dem her war echt schön. Gucken wir mal, ob wir den ankoppeln können. Jawohl. Steht. Dann schauen wir mal in die Außenperspektive. Oh, ein richtig schöner. Muss ich gleich mal ein Foto davon machen. Das ist ja schön. Cornetto Eis. Jawohl, das lieben eh die Kinder. Genau, gut, dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Und fahren jetzt mal 614 Kilometer. Das dürfte eine gute Zeit sein. Und das in der Türkei. Ja, wir fahren jetzt mal wieder in die Nacht rein. Es ist ja immer so, dass wir die Nacht gepachtet haben hier bei uns Kindsköpfe, komischerweise. Also von dem her, es ist leider so. Ich versuche mal wieder ein bisschen in der Außenperspektive zu fahren. Genau, damit ihr auch mehr sieht von der Umgebung. So, beide hätte ich jetzt das übersehen. Aber läuft doch, oder? Ah, er ist auch schön, er macht auch einen schönen Krach vom Motor her. Also schön, echt geil. Natürlich noch schöner wäre es, wenn jetzt der Trailer vom Olli dran wäre, den wir uns gemacht hätte. Oder gemacht hat. Genau.
Aber der, glaube ich, ist auch schön, der Trailer. Ja, wie gesagt, Olli fängt jetzt an mit Skinnen. Bin ich mal gespannt, was da alles aus seiner Textur oder aus seinen Kugelschreibern und PC und was weiß ich alles rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Ihr könnt ja mal auch auf seinen Kanal schauen, Olli1340. Und der Hans, glaube ich, ist Papa Tango, genau. Da heißt, glaube ich, auch Papa Tango auf YouTube. Aber wie gesagt, ich werde euch mal die Verlinkungen reinhauen. Vielleicht auch mal in meine Channel-Beschreibung. Genau, weil wir sind ja eine Fahrgemeinschaft und deswegen halten wir zusammen. Und deswegen tun wir auch die Verlinkungen von untereinander rein. Ich werde sie wahrscheinlich jetzt dann demnächst mal in meine Kanalbeschreibung mit rein tun. Der schießt rüber. Ja, die Hintergrundmusik, die ihr hört, ist leise. Ich stelle sie mal ein bisschen ab und zu lauter, aber ab und zu leiser. Genau. Die ist von YouTube. Ich fahre hier auf der Türkei-Map. Habe verschiedene Mods noch mit drin. Aber ich werde eventuell die nächsten Tage, wenn ich dazu komme, auch ein neues Mod-Video machen, welche Mods ich alle drin habe. Genau. Muss auch mal wieder sein, dass ihr wieder auf dem neuesten Stand seid. Ja, sonst gibt es nichts Neues. Von dem her. Ich würde sagen, wir düsen jetzt los. Wir schauen jetzt mal. Er ist natürlich jetzt nicht der kräftigste. Er hat, glaube ich, bloß 400 PS oder sowas. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir auch die Berge hochkommen. Aber ey, mit 11 Tonnen dürfte er eigentlich zurechtkommen. Ja, wie gesagt, was wir jetzt in letzter Zeit das Neueste war, jetzt das mit SCS und mit Nürburgring, dieser ADAC Truck Race, da wo der Hans uns Karten besorgt hat dafür. Nochmal danke dir, Hans, dafür. Genau, wir sind jetzt alle da oben zusammengekommen. Leider nicht komplett alle von den Kindsköpfen, aber wir haben eventuell vor, nächstes Jahr da nochmal hinzufahren und dann vielleicht mehrere Leute zusammenzubekommen. Aber es war mal schön, an Olli und an Hans in live zu erleben. Man spricht ja bloß die ganze Zeit über TS oder über Internet. Und da war mal richtig schön, die Leute wirklich mal richtig live zu erleben. Aber sie sind beide so wie über Internet, über TS. Also richtig lustige Sache. Und wie gesagt, Pascal hat es auch gut gefallen gehabt. Von dem her. Der hatte auch seinen Spaß, war auch anstrengend für den kleinen Köttel. Aber bei Jungs halt. Genau. Ansonsten, wie gesagt, waren wir auch auf dem Stand von SCS selbst. Da gibt es auch ein Foto auf den ihrer Internetseite davon. An Hans und Olli haben sie schön erwischt und mich haben sie gerade erwischt, wie ich auf dem Stuhl sitze und die Strecke fahre. Und da rennt mich gerade einer an von hinten und ich schaue um. Also man sieht mein Bonus, meine schöne Rücken. Genau. Aber auch ein schöner Rückenkarte zücken. Nee. Ein recht herzliches Dank nochmal an die Leute vom SCS LKW. War ein super netter Kontakt. Also weiter so, Jungs. Und wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Genau. Was ist denn da los? Da ist der Hubschrauber oben schon. Ja, da hat es wieder jemand aufgehalten, wie es ausschaut. Ja, da haben sie wieder einen Raser wahrscheinlich aufgehalten. Genau. Aber die Hubschrauber hört man ja richtig. Wow. Naja, ja gut, aber wie gesagt, wir haben da oben es gemacht, wir haben sogar T-Shirts bekommen. Also war richtig super Kontakt. Und ich bin mal gespannt, ob die Jungs das machen, was sie uns gesagt haben. Aber das ist eine Überraschung, vielleicht kommt das ja noch alles. Ja, und wenn der Olli Lust und Liebe hat,
Dann kann er mir auch mal das Modden beibringen. Er schaut sich das jetzt alles in Ruhe selber an, die ganzen Trailer und so weiter. Und dann schauen wir weiter. Aber dazu muss ich auch erstmal die Zeit dazu haben, richtig, weil er sagt, es ist schon ganz schön zeitintensiv, richtig was zu machen. Naja, so ist es und nicht anders. Aber schade, dass wir jetzt in die Nacht reinfahren, aber das ist halt normal bei uns. Oder bei mir, bei uns Kindsköpfen. Genau. Aber man sieht trotzdem noch was, es ist noch hell genug. Deswegen bleibe ich auch in der Außenperspektive. Und von dem her passt das. Läuft. Genau. Jo, jetzt müssen wir dann abfahren. Gucken wir mal, ob wir mir das noch können. Schauen wir mal, ob die Kurve kommen hier. Aber ich glaube, das schaffen wir. Wie sagt Bob der Baumeister, schaffen wir das? Und die Jungs da von ihm dann, jo, wir schaffen das. Der Cornetto-Trailer gefällt mir auch ganz gut. Da kriege ich direkt richtig Lust auf dem Eis. Also lecker, lecker, lecker. Also wäre was. Jetzt ein schönes Eis nebenbei. Lecker. Aber was mir auch sehr gut gefällt, ist der F12. Vielleicht mache ich nächstes Mal ein bisschen auf, weil andere Farbe. Bisschen noch Zubehör, Tuning und so weiter. Wäre auch ganz hübsch. Schauen wir mal beim nächsten Mal. Aber original ist er natürlich auch schön. Genau. Oh, da ist wieder eine Panne, wie es ausschaut. Nein, ein Unfall. Und noch keine Polizei da. Normalerweise müssen wir stehen bleiben und absichern. Aber da wir eine eisige Fracht hinten drin haben, liefern wir die lieber schnell ab. Jo, mit der Musik, habe ich gehört, gibt es wieder mal neue Sachen auf YouTube. Da werde ich mich jetzt dann die nächste Zeit auch mal wieder schlau machen. Aber es ist halt das, es gibt sehr wenige freie Sachen, die wo man frei spielen darf. Und deswegen Entschuldigung dafür, dass es eigentlich immer fast die gleiche Musik ist. Aber ohne ist es auch irgendwie langweilig. Genau. Der Hans hatte, glaube ich, eine schöne Seite noch aufgetan, wo auch noch ist, wo ein bisschen rockiger ist oder ein bisschen balladenhafter ist. Je nachdem, was es ist, muss ich mir mal anschauen. Und wie das da geht, da muss ich mit ihm mal reden. Weil der hat auch eine, auf seinem Channel ein richtig schönes Video drin. Könnt ihr jetzt mal schauen mit dem Monroe Rock. Und der hat eine richtig fetzige Musik dabei. Also da muss ich mal mit dem reden, wo er die her hat. Er hat zwar das verlinkt, aber wie das da geht, da muss ich mit ihm sprechen. Genau. Ja, leider, wie gesagt, fahren wir wieder mitten in die Nacht rein, aber das ist immer so. Aber in der Nacht lässt sich halt auch schöner fahren, da ist es nicht so heiß und ist nicht so viel Verkehr. Das ist der einzige Vorteil davon. Oh, ein schöner See. Oder ein Fluss sogar, wie es ausschaut. Genau. Ja, es ist Fluss, wie es ausschaut, aber schön gemacht. Ja, wir fahren halt jetzt mitten durch die Türkei. Und ja, das ist halt eine schöne Map. Ich habe ja verschiedene Maps. Ich habe die Robot,
Die TSM ist noch nicht auf die 131, also ich habe noch nichts gefunden, gemacht worden. Die Türkei-Web jetzt, das sind die zwei Webs, was ich jetzt momentan hauptsächlich vor. Oder im ATS halt dann auch die Coast-to-Coast, Canadian Dream und die Viva Mexico. Das Extremo-Paket halt praktisch. Oh, die Tankstellen sind auch schön gemacht hier, super. Gefällt mir gut. Oh, jetzt kommt Berge. Jetzt bin ich gespannt, wie er sich hält. Jetzt wird er wahrscheinlich da gleich abgehen mit ein bisschen von der Leistung. Aber jetzt gucken wir mal, was er macht. Ja, er fällt ab, aber ist klar, sowieso ein Berg. Aber schön, wunderbar. Es kommt dann ein Tunnel, da gehe ich dann in die Innenperspektive. Beim Tunnel ist Außenperspektive nicht so schön, das sehen wir auch mal den LKW noch von innen. Aber er geht wieder hoch, auch der LKW mit der alten Tachoscheiben und so weiter, den alten Fahrtenschreiber. Richtig schön gemacht, das Armaturbrett. Also wunderbar. Oh, da kommt er gleich nochmal ein Tunnel. Da bleiben wir in der Perspektive. Ja, jetzt haben sie mich eingesperrt hier. Ja, fahr halt mal zu da vorne, bitte. Kommt noch ein Tunnel, da bleiben wir gleich mal in der Innenperspektive. Genau. Was war das jetzt? Oha. Das ist kein Tunnel mehr, da können wir mal überholen, oder? Vorausgesetzt, der LKW schafft es. Aber bergab dürfte es jetzt gehen. Bergab mit Rückenwind, ziehen wir an innen vorbei. Wow, was willst denn du hier? Ja, supi, hast du gut gemacht. Mich fast abdrängen und dann... Naja. Ja, aus Perspektive ist nicht so einfach zu fahren. Man merkt das immer wieder. Ja, das mache ich extra, das wisst ihr. Ja, wie gesagt, Nürburgring habt ihr gehabt. Schaut euch die Videos an. Auch der Olli, glaube ich, und der Hans tun, glaube ich, welche hoch. Genau. Müsst euch anschauen einfach und auch bei ihm drauf schauen. Aber er lässt sich richtig schön fahren hier. Also genial. Der hat auch richtig Power für das Alte und das. Also muss sagen, heftig. Ich weiß es gerade irgendwas um 350 oder 400 PS. Also dafür fährt er richtig schön. Gut, er hat jetzt bloß 11 Tonnen hinten dran, aber trotzdem. Es ist doch etwas, was man sagt, ist ein Gewicht. Ja, ich bleibe jetzt gleich mal hier in der Mitte, wie es ausschaut. Also ich konnte damit jetzt leider nicht aussprechen, alles was da drauf steht. Ich versuche es jetzt auch gar nicht, weil ich bin leider kein Türke. Oder sowas, ich bin kein Türke, ich bin Deutscher. Aber
Ich kann es leider nicht aussprechen. Genau. Hier wieder ein Fluss mit einer Straße, auch schön gemacht. Also die Map ist auch wunderschön, also danke auch an dem, der wo die Map gebaut hat. Genau, also auch Respekt vor dem. Dankeschön. Ja, wir haben noch 270 Kilometer, ist nicht mehr allzu weit. Die sitzen wir auf zwei Arschbacken ab. Genau. Tankstelle brauchen wir nicht. Er ist ziemlich sparsam, also muss ich sagen, Respekt. Der Tank war voll und jetzt haben wir nicht einmal einen Viertel Tank. Immer drei Viertel, also ist irgendwo zwischen drei Viertel und voll. Und wir sind jetzt doch schon einige Kilometer gefahren, 300 fast. Also ist ziemlich Spaß am der F12. Na gut, mit der schweren Fracht schaut es wahrscheinlich wieder anders aus. Und jetzt halt mal hier ein Autobahn-Tempomat, da läuft es dahin. Ja, so ist das und nicht anders. Naja, aber was soll man machen? Jo, was war denn das jetzt? Ja, dann fahren wir mal jetzt hier rechts ab. Ich hoffe, dass der zufährt da vorne, weil sonst muss ich wieder bremsen. Und jetzt können wir gerade so schön rollen. Sprit sparen, Sprit sparen. Jawohl, läuft doch. Der rollt dahin mit der Marie. Dann fahren wir mal auf die rechte, linke Seite. Rechte, linke Seite. Jawohl, Linkshänder-Phänomen. Ich verwechsel das immer. Genau. Aber ist ja wunderbar. Aber auch alles dreispurig teilweise ausgebaut, also richtig schön hier. Ich glaube, am Tag wäre es noch schöner. Aber man sieht es auch hier in der Nacht einiges, würde ich sagen. Also von dem her passt ja soweit. Tut mir leid, dass wieder mal Nacht ist, aber ich schau beim nächsten Mal, hoffe ich doch, dass ich mal einen Tag erwische. Aber in der Nacht ist halt irgendwie stressfreier zu fahren. Da, wie gesagt, nicht so viel unterwegs ist, nicht so viel los ist. Genau. Ah, hier ein riesengroßer Parkplatz. Genau, dann läuft es jetzt so schön dahin.
Naja, jetzt sind wir unterwegs, jetzt sind wir in die Berge. Das ist richtig schön gemacht hier. Man merkt auch schon, er braucht ein bisschen was, bis er hoch und runter kommt wieder. Bis er die Kraft nicht ganz so hat wie, sagen wir, ein neuer Scania mit 730 PS oder ein neuer Volvo mit 750 PS. Er hat halt mal die Hälfte nicht ganz. Oder hat ein bisschen über die Hälfte. Das merkst du halt dann schon. Auch die Getriebe sind anders von früher. Die heutigen Getriebe merkst du ja nicht mal mehr beim Schalten und so weiter. Also von dem her ist schon ein Unterschied. Genau. Aber ist richtig schön gemacht hier. Auch der Trailer ist schön gemacht mit dem Cornetto-Eis und so weiter, die ganzen Lampen und das. Ja, man muss sagen, die Modder oder die ganzen Webmacher, die wollen das alles machen, die haben schon was drauf. Und ich schätze mal, Olli wird auch bald so sein. So wie ich ihn kenne. Jo, muss man bloß aufpassen, die fahren schon wieder ein bisschen langsamer. Genau. Ja, er braucht schon ein bisschen Kraft, dass er da hochkommt, das merkt man. Genau. Ah, ein Absicherungsfahrzeug, da wird irgendwo eine Baustelle aufgebaut, die sind unterwegs zu einer Baustelle. Aber auch nicht schlecht, wenigstens haben sie ihre Sicherung alles dabei. Genau, ist auch ganz, ganz wichtig auf der Autobahn. Ich habe es bei meinem Kollegen vor 2, 3 Monaten gesehen, der leider fast tödlich verunglückt ist. Gott sei Dank geht es wieder so viel. Er hat jetzt auch seine ganzen Sachen im Krankenhaus zu überstehen, aber ihm geht es wieder gut, Gott sei Dank. Aber wir haben nach dem Unfall nicht gewusst, kommt er drüber oder kommt er nicht drüber. Das ist halt wieder schrecklich. Trotz perfekter Absicherung von ihm und so weiter ist es leider böse ausgegangen. Aber im Endeffekt geht es ihm doch wieder gut und ihm ist Gott sei Dank gut ausgegangen im Endeffekt. Aber das, was man bedenkt, was da passiert ist, naja. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal hier um die Kurve wiederkommen. Die Polizei ist auch schon da. Genau. Jo, da bleiben wir gleich in der Mitte. Weil da geht es auf 2 Spur rüber. Wir haben da noch 41 Kilometer vor uns. Genau. Und die werden wir jetzt noch gemütlich runterfahren. Und dann glaube ich, war es das für heute.
die nächsten Videos werde ich dann auch machen. Genau. Und dann seht ihr auch die nächsten Videos dann wieder. Und jetzt fahren wir das erstmal gemütlich fertig hier und dann schauen wir weiter. Ja, hier drüben auch wieder ein schöner Rastplatz mit Hotel und so weiter, wie es ausschaut. Also drüben tut was für die LKW-Fahrer. Hier Tankstelle. Gehört eigentlich zusammen für mich, aber ist auch nicht schlecht, weil dann ist das nicht so gestört. Die ganzen LKWs können Ruhe tanken, ohne dann die, die wo auf dem Parkplatz stehen, stören. Das ist auch nicht schlecht. Ja, manchmal geht der Radio einfach aus, also von dem her keine Ahnung warum, entweder übernimmt er das Lied nicht oder vielleicht neues Lied, keine Ahnung, muss man halt dann wieder von selbst einschalten. So, wir kommen jetzt hier irgendwie in die Stadt rein. Oh, wir haben nur noch 2 Kilometer, okay, läuft. Oh, türkischer Übergang. Ja, ich glaube auch, dass es Türkei gemacht hat. Diese Map, ein Landsmann, der wohl sein eigenes Land gemacht hat. Aber hat er auch super hingebracht. Aber ich muss mich mal schlau machen, ob das jetzt wirklich ein Türke war, der wohl sein eigenes Land gemacht hat, oder ob das irgendwie ein deutscher Engländer oder sowas war. Aber ich glaube eher, dass es ein Türke ist. Genau. Aber trotzdem danke ihm für diese Arbeit. Egal aus welchem Land er ist. Hier war ich doch schon mal. Komisch. Hier war ich doch schon mal. So, dann sind wir jetzt hier. Schauen wir mal, wo wir die Fracht abliefern. Oh, ganz da hinten. Ah, das schaffen wir. Dann sagen wir, drehen wir einmal um und dann schwimmen wir rückwärts rein. Jetzt rede ich groß und dann schaffe ich es nicht. Genau. Aber ich glaube, mit Geduld und Spucke, da fängt man eine Mucke und deswegen schaffen wir das auch. Genau. So, jetzt könnte man genügend haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dahinter kommen. Richtung Ecke und dann rechtzeitig einschlagen. Ich glaube, das schaut gut aus. Ui, der Rückwärtsgang, der piept, der piept, der piept. Ein piepender Rückwärtsgang. Habe ich mir nachträglich einbauen lassen, weil früher hatten sie das noch nicht. Ziehen wir noch mal vor, dass wir schön gerade kommen und ein bisschen weiter rüber kommen. Aber fast aufs erste Mal eingeparkt, aber das ist egal. Hauptsache wir stehen einigermaßen schön drin. Genau. So, jetzt dürfen wir dann schön drin stehen. Genau, passt. Rückwärtsgang raus. E mal aus und dann satteln wir mal ab. Genau, schauen wir uns nochmal den schönen Aufleger und das an. Genau. Gut, dann müssen wir gucken. Fahren wir mal entweder zur nächsten Werkstatt oder zur nächsten Garage, ob wir was in der Nähe haben. Und dann würde ich sagen, ist für heute das Video zu Ende. Oh, wir haben hier eine Werkstatt. Dann fahren wir mal zur Garage, fahren wir mal was ab. Genau.
Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. So, dann würde ich sagen, müssen wir los. Legen wir mal den Gang ein. Genau. Und dann fahren wir gleich hier ein bisschen ab. Da haben wir auch wieder mal Strecke gemacht. Lerne mal einfach mal die andere Firma kennen. Einfach mal rein und rüber raus. Ein bisschen mit dem schönen F12 fahren. Einfach mal Gas geben, ein bisschen Fun und Spaß haben. Das ist schön, das macht Spaß. Hui, das war knapp. Jo, dann würde ich sagen, cool, geben wir mal Gas. Hey, der dreht da durch. Na? Mal lassen sie einen durch, mal lassen sie ja nicht durch. Das ist immer unterschiedlich. Na, dankeschön. Boah, ich hätte bis hinten fahren müssen. Das ist gemein. Erzählt mir ein Teil. Mache ich vielleicht beim nächsten Video. Je nachdem. Wie ich Lust und Liebe habe und wo ich dann stehe auch. Wo ich einen schönen Auftrag kriege. Aber hier ist doch auch schön gemacht, das auch mit dem Fluss und alles. Die Stadt im Hintergrund. Ich weiß, es ist leider in der Nacht gewesen wieder. Aber naja. Na, schalten mal um. Grünes, tschüssi, ich hänge ich ab. Naja, da auch ein schönes Sound, also von dem her gefällt mir sehr gut. Jo, wir sind ein bisschen zu schnell, aber das ist jetzt auch wurscht. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns wieder vor die Garage. Genau. Der Chef ist da, Jungs und Mädels. Es wird Party gemacht. Genau. Gut. Abstellen. Dann sage ich ein recht herzliches Dankeschön an alle, die zugeschaut haben, für das weitere Interesse. Bleibt mir treu. Ihr wisst es, Daumen oben, Daumen unten. Daumen unten in die Kommentare, warum und wieso. Wenn es euch gefallen hat, auch ein Abo da lassen. Genau. Schaut auch gerne beim Olli 1340 vorbei und beim Papa Tango den Hans. Und von dem her sage ich jetzt einen recht schönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und ich bin dann mal weg. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.